Sprache ist in unseren Kitas ein vordergründiges Merkmal. Es ist uns sehr wichtig, dass die Kinder sich sprachlich beteiligen können, um ihre Ideen zum Ausdruck zu bringen und auch um ihre Bedürfnisse befriedigen zu können. Denn nur wer sich mitteilen kann, wird auch verstanden. Bei mehrsprachigen Kindern ist natürlich im Vordergrund auch die eigentliche Familiensprache, die die Kinder sprechen. Diese achten wir auf jeden Fall, und hier in der Kita sprechen wir mit den Kindern dann natürlich Deutsch, und trotzdem finden wir, dass die Zweitsprache, die eigentliche Sprache der Kinder unbedingt zu ihrem Leben und zu ihrer Kultur gehört und nicht in den Hintergrund treten sollte.